die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Über Jugendbücher streite ich gerne. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein. Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis. Dr. Stefan, Mr. Ralf. Ja, was dann? Hier ist die Fahne vom neuen Baltscheid gekommen. Ist eigentlich ganz schön, aber wo kann wie ich heißt, die ablegen? Wie heißt der nochmal? Papa liest vor. Ach ja, der kommt im Oktober. Das ist total witzig. Da, hast du den schon gelesen, Stefan? Das ist einer, der immer überall, wo er geht und steht, der, also Idealvater eigentlich, der überall vorliest, aber man darf noch nicht viel sagen. Er kommt ja erst. Oh, das ist ja lustig, weil sein erstes Bilderbuch war damals Papa, guck mal. Da stimmt, war andersrum, da war das Kind hat Faxen gemacht, ja, weil der Vater mit immer anderen Dingen beschäftigt war. Es war aber nicht Vorlesen, sondern mit vielen anderen Dingen und hatte nie Zeit fürs Kind. Wann war denn das? Das war 1995. Ach Gott, das ist ja fast sozusagen das Gegenstück, könnte man fast sagen. Ja, das über so einen langen Zeitraum, also das sind natürlich noch Massenwaffen, Bilderbücher und Kinderbücher und was dazwischen. Der hat doch auch die Stiftung, diese Idee, eine Stiftung für Bilderbuchkunst zu gründen, oder dass das gegründet wird. Da wollten wir doch immer mit dem telefonieren. Ja, da können wir mal ein bisschen genauer hören, was er sich da vorstellt. Ja, das wäre doch eine gute Idee. Das wollte man mal. Sag mal, wie sieht unser Zeitplan aus heute? Ich glaube, wir haben noch, also eine halbe Stunde können wir noch vor dem nächsten Patienten doch reinkriegen, oder? Ja, wird eng, aber dann gucke ich mal, ob ich den Herrn Baltscheid an ja, Hörer ja, kriege. Dann machen wir das noch vor dem Kai, nächsten. Guck mal, vor der ob nächsten. Du erreichst. Ja, wunderbar. Baltscheid. Ja, hallo, hier ist der Ralf aus der Kinderbuchpraxis. Und der Stefan. Ralf. Schön, dass es geklappt hat, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über ganz spannende Themen zu reden, nämlich Bilder, Bücher und die Stiftung. Du hast die Idee nämlich für was ganz Neues. Und ja, die Grundidee der Stiftung ist, dass ich natürlich jetzt, ich mache das jetzt auch schon sehr lange und arbeite ja mit vielen Illustratoren und Illustratoren zusammen. Und ich habe auch Film gemacht, ich habe Hörspiel gemacht, ich habe Theater gemacht, ich habe ganz in viele Bereiche reingeschnuppert. Und eins muss man sagen, so wunderschön die Bilderbuchwelt ist, so erbärmlich bezahlt ist sie auch. Ja. Also wenn du ein junger Illustrator bist und du willst Geld verdienen, dann machst du Layouts für Autos oder jetzt zum nächsten machst du halt KI-Layouts. Ist egal, aber du verdienst nicht mit der Kunst, sondern mit dem flachen Mainstream verdienst du. Und viele können sich überhaupt nicht vorstellen, wie lange es braucht, um ein Bilderbuch allein zu erzählen und zu bebildern. Wie lange brauchst du? Wahrscheinlich mindestens ein halbes Jahr, oder? Naja, es ist so, wenn man, also ich habe so meine Leidenschaft dann entdeckt und gesagt, Bilderbuch ist das Ding, das möchte ich machen. Und dann siehst du natürlich, also Künstler wie ich leben überwiegend von den Vorschüssen. Ich meine, wir machen ja jetzt, das ist ja ein Podcast für Profis, das wissen wir alle, aber für alle, die es nicht wissen, es ist so, du kriegst am Anfang einen Vorschuss und für den Vorschuss arbeitest du und wenn das kein Bestseller wird, kannst du so über den Daumen rechnen, einen Euro pro Buch verdienst, wenn du 100.000 Bücher verkaufst, verdienst du 100.000 Euro. Aber wir verkaufen ja nicht 100.000 Bücher. Bücher, die ein bisschen anspruchsvoller sind oder nicht ganz so super, super duper flach, so. Verkaufst du 3, 4, 5, na, wenn du mal 10.000 verkaufst, ist das viel. Dann bist du schon gut, ja. Ja, dann bist du schon, ist es schon ein Riesenerfolg, dann lassen alle die Sektkorken knallen und eben der Heinz Janusz zum Beispiel, dieser wunderbare Kollege, dieser nicht enden wollende Quell an fantastischer Ideen, der hat, glaube ich, jetzt über 100 Bücher gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Bestseller dabei sind, aber jedes Buch von ihm ist ein Geschenk. So, und wenn der jetzt mit so einem Vorschuss von 3 oder 4 oder 5.000 Euro, was schon viel ist, nach Hause geht, dann braucht er einen zweiten Beruf. So, und da setze ich jetzt meine Idee an. Ich habe auch Film machen dürfen. Und es gibt eine Filmstiftung. Und eine Filmproduktion beantragt Geld für die Erstellung von Filmkultur. Wenn der Film erfolgreich ist,
und so viele Zuschauer hat und so viele Lizenzen in die ganze Welt verkauft, dann zahlen die das Geld zurück. Dadurch haben wir eine ganz lebendige Kinofilm- und Kunstfilm- und überhaupt Filmkultur in Deutschland. Warum geht das nicht, habe ich mich gefragt, für die allererste und so wichtige Einstiegskultur, dem Bilderbuch? Warum gibt es das nicht? Und ich rede jetzt nicht davon, dass man aufgrund einer Stiftung irgendwie Unsummen kriegt, sondern einfach nur, dass man dem Wert der Arbeit nach fair bezahlt wird. Ein kleiner Verlag, ne? Gibt ja viele Freunde von mir, die haben eine Erbschaft gemacht oder jetzt hier der Michael Grünewald hat gespart und macht Kiebitz Verlag, macht Kindercomics auf ganz hohem Niveau. Und warum kriegt so ein Laden, der so eine tolle Qualität liefert, keine Kulturunterstützung, so wie der Tanz, die Musik, die Oper, der Film, etc. pp. Also eine staatliche Förderung. Richtig. Mhm. Also es ist ja immer, erstmal ist ja nicht Bundes, das ist ja Länderhoheit, ne? Das müssen die Länder machen, jedes einzelne Bundesland. Aber diese Idee, dass wir sagen, jetzt in dem digitalen Zeitalter, wo alle immer sagen, wow, ey, wir müssen digitalisiert sein. Und jeder, der Kinder hat, weiß, wir Eltern können unseren eigenen Satz, leg das Ding weg, hör auf, wir gucken kein Fernsehen mehr, nimm mein Buch, ich nehme mein Buch, ich lese dir was vor. Wir können uns schon selber nicht mehr hören. Es ist eine solche Verfügungsmacht, weil es ja auch wirklich toll ist. Es gibt tolle Apps, es gibt tolle Geschichten, aber wir verlieren, wir lassen so viele Möglichkeiten auch des Lernens, des Begreifens, des Miteinanders, alles, was ich am Anfang jetzt hier, lassen wir liegen. Also ich halte, nicht weil ich es mache, ja, weil ich es mache, komme ich drauf, ganz bestimmt. Aber ich halte die Kunst des Bilderbuches, des gemeinsamen Lesens, der Illustration, des Erzählens, halte ich für so wichtig, dass ich sage, in Zeiten der Digitalisierung brauchen wir eine ganz offensive, liebevolle Unterstützung dieser Kunst. Ansonsten kaufen wir nur noch Lizenzen. Wir vergessen unsere Kinder, wir vergessen aber auch unsere Künstler, weil du musst ja leben. Und was machst du dann? Machst du Graphic Recording oder du machst irgendwelche Werbeidee? Keine Ahnung. Du musst ja dahin gehen, dass du Geld verdienst. Und wenn du mit dieser Kunst, dann geht uns eine ganze Branche geht uns verloren. Also es müssten Kriterien sozusagen, müsstest du einen Katalog aufstellen, wo du sagst, die und die könnten solche Summen, die man dann auch irgendwie definiert, könnten die jeweils bekommen, projektbezogen oder für die Entwicklung eines Künstlers. Also das ist ja auch oft wichtig, dass einer sich da weiterzumachen. Aber das ist ja auch für die Übersetzung. Also du hast ja in vielen Ländern ja diese Möglichkeiten vor Ort bei den in den jeweiligen Ländern eine Unterstützung für die Übersetzung in deine Sprache zu bekommen. Also da bekommen die Verlage ja auch einen Zuschuss zu den Kosten, die sie ansonsten bei Übersetzungen für den Übersetzer und die Übersetzerin haben. Von was weiß ich, dem französischen, keine Ahnung, also von verschiedenen Ländern. Da gibt es ja in Norwegen gibt's sehr oft Unterstützung für die Übersetzung und so weiter. Und das klingt jetzt so ein bisschen nach so einer Idee, als wäre das auch möglich, wenn man sagt, naja, ich habe jetzt so ein Projekt, ich möchte jetzt eigentlich Unterstützung für ein Bilderbuchprojekt, von dem ich noch keine Ahnung habe, wie das so am Ende raus wird. Und mein Risiko minimiere ich ein Stück weit, indem ich eine Förderung von außen kriege für so ein Projekt. Klingt so ein bisschen in die Richtung. Also, ja, das ist auch so. Und ich habe auch schon mit Kollegen gesprochen und die sagen dann, ja, Martin, aber große Verlage brauchen das nicht. Nö, die brauchen das nicht. Ne? Die verdienen ihr Geld, die haben ihre Bestseller, die so viel Geld einspielen, dass sie auch von sich aus Experimente wagen können und dass sie auch ihre Leute gut bezahlen. Und ich will ja auch gar nicht jetzt das Lied anstimmen, dass die Verlage an einem schuld sind. Die überhaupt nicht. Aber ich setze mal einen Verlag mit einer Filmproduktion gleich. Und eine Filmproduktion muss Eigenmittel angeben. Sagen wir mal, das Projekt kostet 1 Million. Dann sagt die Filmproduktion, okay, wir geben 100.000 durch Eigenleistung und den Rest, den suchen wir uns zusammen, peu à peu, damit wir dieses Werk machen können. Und wenn ich mir vorstelle, gerade jetzt auch im Comic-Bereich oder wenn du sagst, wir wollen ein Bilderbuch machen, das eben nicht in 3 Wochen illustriert ist, sondern wo wir haben einen Künstler, der braucht sehr viel länger, weil seine Bilder große Kunstfertigkeit haben, eine große Tiefe, eine große Detailgenauigkeit, was weiß ich so. Und den wollen wir aber auch bezahlen.
vernünftig. Und dann hast du die Möglichkeit sozusagen, also der Verlag hat die Möglichkeit oder die Autoren, die können ihre Projekte einreichen. Und dann kannst du entweder als Autor sagen, ja, ich möchte XY illustrieren, den und den Text, und dann kriegt der Geld. Und wenn der dann einen Vertrag bekommt, dann kann der ja, wenn der das Geld gekriegt hat, kann der das ja zurückzahlen. Oder wenn der Verlag das wie Bolle verkauft, ne, und die haben 100.000 verkauft, dann zahlen die diese Anfangsunterstützung, dann zahlen die die zurück. Und im anderen Fall, genauso, im anderen Fall eben wie nicht. Das, und im anderen Fall eben nicht. Aber dadurch setzt du ja einen Verlag in die Möglichkeit, dass der auch mal was wagen kann. Wir haben jetzt ich habe eine Oper geschrieben und die ist aufgeführt worden und dieser Stoff ist fantastisch für einen Comic. Und jetzt habe ich einen Illustratoren gefunden und wir machen das und wir haben den Comic jetzt auf 220 Seiten konfektioniert und das wird Jahre dauern. Und mit einem üblichen Vorschuss ist das nicht zu machen. Jetzt könnt ihr sagen, klar, aber es gibt ja hier die Lobinger, es gibt ja Stiftungen, die so, da bewerben sich 50, 100 Projekte für 10.000 Euro. Ja, ja, damit ist es nicht abgedeckt. Da bewerben sich, nein, oder auch dieser Preis, ich weiß nicht, dieser 100.000 Euro Preis fürs Bilderbuch. Da bewerben sich so viele tolle Bücher und einer kriegt 100.000 Euro. Das ist doch absurd. Das ist doch, also abgesehen davon, ich finde den Preis toll, sollen sie machen, alles richtig, ne? Aber ich finde, es ist Aufgabe der Gesellschaft zu sagen, wir haben Künste und wir wollen nicht, dass der flachste Mist sich von alleine verkauft, sondern wenn ich an Kult, wenn ich an Auftragsarbeiten denke, wenn ich an früher denke, die schönsten Kunstwerke sind entstanden, weil jemand mit Geschmack und Verstand gesagt hat, ich lasse das anfertigen. Also ich sag mal, Sixtinische Kapelle und die Teppiche von Raphael, ja, die haben die nicht gemacht und auf dem Markt verkauft. Das sind Auftragswerke, muss man sagen. Ja, das sind Auftragswerke. Und unsere Gesellschaft, finde ich jetzt in dieser Demokratie, wir sagen, wir lieben Theater, wir lieben freies Theater, wir lieben die Oper, wir lieben auch den Tanz, wir fördern den Tanz, obwohl es nur für eine kleine Gruppe ist. Aber wir lassen diese Dinge nicht sterben. Wir fördern Wissenschaft, wir fördern all, es ist ja, der Deal ist ja, wir zahlen Steuern und dann sagen wir, was wollen wir fördern? Ich sage jetzt, es ist total schade, dass das Bilderbuch hinten überfällt. Dann wäre es aber vor allem auch ein Demokratisierungsprozess, weil im Augenblick sagst du ja, na, es gibt Verlage, die könnten sich das erlauben. Da müsste man jetzt mal fragen, warum tun sie es dann eigentlich nicht? Gibt ja auch viele da, naja, die hätten die künstlerischen Freiheiten und die Mittel, auch mal ein Bilderbuchprojekt über ein Jahr zu finanzieren, wenn sie sich das erlauben wollen, wenn sie sich da was von versprechen. Aber für mich ist das jetzt erstmal der Weg, dass man auch kleinen Verlagen damit eine Möglichkeit eröffnet, ja, ein großes, ambitioniertes Projekt umzusetzen, wo sie jetzt sagen müssen, das können wir aus den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, ja, uns nicht leisten, außer wir beuten die Illustratorin, den Illustrator so aus. Ja. Und der macht es, weil es sein größtes Projekt ist, sein Herzblut daran, ja, hängt. Und eigentlich haben wir alle ein schlechtes Gewissen, aber wir wollen es gerne machen. Und dann würde so eine Stiftung oder so ein Ansatz zu sagen, wir können da eine Förderung beantragen, natürlich auch vielen die Möglichkeit eröffnen, sowas zu machen, weil sie es wollen und es fair zu machen. Du bist ja ziemlich gut vernetzt eigentlich mit Gott und der Welt. Hast du schon mal Fühler ausgestreckt in, sage ich mal, politische Ebenen und da ein Ja, das ist nicht einfach. Also, das glaube ich. Ich hab mit Frank Kühne schon mal gesprochen. Mhm. Ich habe mit Stereko Blume gesprochen. Ich habe auch mit anderen Freunden gesprochen. Ich sage mal, kennt ihr die Claudia Roth? Können wir nicht mal einen Termin bei Claudia Roth haben? Und dann, ne, du kennst ja diese Regel, ne? Es braucht 5 Leute, bis wir zum Papst kommen, der kennt den, der kennt, ja, den und so. Das mache ich schon, aber es ist nicht einfach. Und bei Claudia Roth zum Beispiel weiß ich gar nicht, ob das die richtige Frau wäre, weil die sagt dann, ja, aber das ist ja Ländersache, ne? Da musst du jetzt aber hier... Aber es gibt Bundesstiftungen, also guck mal, Denkmalschutz und so weiter, da gibt es die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die ist bundesweit, also die gibt es schon alle auch. Es gibt ja auch den Deutschen Verlagspreis, das ist ja im Grunde auch eine bundesweite Geschichte, also mit einer doch, Jury, die da Dinge du, entscheidet. Wie findest du das? Wahrscheinlich müsste es doch eher bundesweit aufgestellt sein, oder? Sonst. Ja, ich persönlich, ne, wenn ich einen Platz, ja, frei habe, dann würde ich mir eine Bundesinitiative wünschen. Also brauchst du in der Politik, wenn du was willst in der Politik, musst du jemanden kennen, der einen Politiker kennt, der sagt,
Bilderbücher haben mein Leben gerettet. Ich habe 4 Kinder und immer, wenn ich nach Hause komme und mich über die Opposition ärgere, dann finde ich Zeit und Frieden und und Nähe bei meinen Kindern über die Bilder. Hat auch damals so. Du brauchst jemanden, der sagt, ich kann das sehen, ich habe das gelebt und ich will, dass das die anderen auch haben. Und wenn du so jemanden findest, dann kann auch was passieren. Weil Politiker, glaube ich, das ist jetzt kein Stereotyp, die gucken natürlich auch immer, womit kann man sich profilieren, aber auch, was hat mit mir zu tun? So, und wenn ich jetzt so jemanden finden würde, oder ich sag mal, wenn Claudia Roth sagt, mein Gott, Martin, natürlich habe ich, lass uns mal gucken, was wir da auf die Beine. Also hiermit ein Auftrag, können wir sagen. Also jeder, der uns jetzt hört und irgendwie Kontakte, ich krieg's gar nicht mehr das Wort raus, Netzwerken sozusagen, und wenn jeder ein bisschen sozusagen sammelt, dann müssten 5, 10, 20, 100 doch irgendwie zusammenkommen, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Ja. Also ich gehe hin und präsentiere und überlege mir das und ich baue gerne so eine, das ist ja sozusagen eine kleine Geschichte, das ist, glaube ich, mit 2, 3 Leuten kann man sowas aufbauen, man muss da Mitverschwörer finden. Und ich sag mal, für unsere Kinder, und wir haben ja jedes Jahr kommen zwischen 700.000 und 800.000 Kinder werden geboren in Deutschland. Das ist ja eine unglaublich große Menge an Kindern, denen du und auch indem du etwas ermöglichst. Also, jeder soll sein iPad haben und auch sein Telefon, alles gekauft. Ich will ja gar nicht so gegen polemisieren, aber vergesst so dieses, also alles Lernen ist Begreifen, ist auch, und wir Menschen so als Homo sapiens, als erzählende, labernde, fürsorgliche Geschichtenerzähler. Das können wir nicht liegen lassen. Naja, wir sehen ja auch immer, dass in den Vorlesestudien, die jedes Jahr zum Vorlesetag erscheinen, ja auch die Zahl der Vorlesenden immer weiter zurückgeht und auch das ja noch keinen richtigen Weg gibt, um diese schlechteren Zahlen irgendwie wieder aufzuholen oder die Erwachsenen zu motivieren. Und das kann erstmal eigentlich vielleicht nicht an dem Angebot liegen, aber vielleicht hilft ja alles mit, um eine Offenheit zu bringen, breiteres Angebot zu bringen, Dinge zu produzieren, zu ermöglichen, die darüber dann eben auch nochmal diesen Wert des Vorlesens deutlicher machen und klarer machen. Es geht auch um den Wert. Ne? Wenn du sagst, hier ist eine Kunst, die wir, also ich versuche hier in Düsseldorf ein bisschen zu einer Bilderbuchstadt zu machen. Wir haben hier ganz tolle Künstler, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen. Und da habe ich jetzt letztes Jahr ein Bilderbuchfestival ins Leben gerufen. Und das wird auch unterstützt vom Land und von der Stadt. Und da machen wir 3 Tage Bilderbuchfestival mit Theater, mit allem Möglichen. Und da sagen wir halt, ich möchte hier eine Bilderbuchstadt machen. Es gibt ja in Angoulême ist die Hauptstadt des Comics, ja. Dann haben wir in Erlangen das ganz tolle Erlanger Comic Festival. Und das hat ja eine Wirkung für die Leute, die da hingehen. Und wenn die Bundesregierung sagt, wir fördern Bilderbuchkunst, dann sagt ja 90% aller anderen, wie jetzt? Ach ja, das ist ja, und ist das eine Kunst? Nee, das ist doch Conny für ein Fahrrad. Was soll denn das? Immer noch Pippi Langstrumpf? Nein. Es gibt also ich glaube, diese Wertschätzung durch so eine Stiftung Bilderbuchkunst wäre enorm und würde auch viele junge Künstlerinnen und Künstler animieren, nicht abzuwandern. Glaube ich, ja. Das ist das Erste, ja, was sein muss. Ja. Woher kommt vielleicht diese Affinität zum Bilderbuch, dass du so ein Aficionado bist? Das ist Zufall auf der einen Seite. Aber ich vertrete ja die Ansicht, dass jeder von uns im Leben eine Aufgabe hat. Und wenn Frieden herrscht, dann kann auch sozusagen jeder diese Aufgabe erfüllen. Also mein Talent war es schon als Kind, oder gar nicht Talent, meine Liebhaberei war, ich habe gerne gemalt, Bilder gemalt. Und ich habe gerne erzählt, also Geschichten erzählt. Und dann habe ich das zum Beruf gemacht und habe Illustration studiert. Und dann bin ich schon während des Studiums Papa geworden, ganz früh mit 22. Und wenn du dann fertig bist zum Studium und Illustrator geworden bist, dann fragst du dich mal, was mache ich damit? Und dann kommt relativ schnell die Idee, ach, mach doch ein Bilderbuch für deine Tochter. Und das habe ich gemacht. Das Ding hieß Papa, guck mal. Und erzählte von einem, der nie Zeit hat für sein Kind, was dann auch autobiografisch war.
Und ich habe, weil ich so wahnsinnig gerne gearbeitet habe und ein Workaholic bin und und gezeichnet. Und ich wollte unbedingt der beste Zeichner der Welt werden. Und dann habe ich halt darüber auch erzählt von diesem kleinen Mädchen, das ihren Papa nie sieht und unglaubliche Dinge veranstaltet, damit der Papa mal guckt. Und so hieß ja das Buch auch, Papa, guck mal. Und es war dann aber auch nicht nur eine Geschichte von und für meine Tochter, das war auch meine eigene Geschichte, weil ich natürlich aus einem, was heißt natürlich, ich bin aus so einer Generation, die Väter hatte, die auch nie da waren. Und dann habe ich dieses Buch gemacht und dann hat der Alibaba Verlag damals das auch veröffentlicht. Und dann habe ich ganz tolle Reaktionen bekommen. Also das Buch hat sich nicht dolle verkauft, es war kein Bestseller, es war kein Conny fährt Fahrrad oder sowas in die Richtung, aber die Menschen um mich herum, die haben das Buch gesehen und die waren berührt. Und ein Freund von mir guckt das Buch und fängt an zu weinen. Ich sage mal, Mensch, musst du nicht weinen, das ist doch ein lustiges Buch und so. Nein, nein, sagt er, und der war berührt. Und dann sagt er, Martin, du hast da ein Talent. Du kannst mit deinen Geschichten berühren. Du sprichst schwierige Sachen an auf eine humorvolle Art. Das ist ganz toll. Und also, als du hast ihm was zum Klingen gebracht, offenbar. Oder ja, vielleicht hat er sich selber wiedererkannt, weil es ihm auch so geht. Ja, genau. Mhm. Und ich finde ja, dass gute Bücher... gute Bücher und gute Geschichten sind wie Spiegel. Man erkennt sich immer selbst darin. Und manchmal versteht man auch Geschichten nicht und dann erkennt man sich eben nicht selbst, sondern dann sind sie auch nicht für einen gemacht. So. Aber wenn sie eine gewisse Qualität haben und Ehrlichkeit zulassen und also unautobiografisches Schreiben ist ja eigentlich auch gar nicht möglich. Das heißt, wenn der Autor sich und seine Welt und seine Geschichten zulässt und seine Tiefe auch zulässt und ich hatte damals überhaupt keine Ahnung vom Bilderbuch und habe aber gemerkt, wow, das ist ja ein unglaublich schönes Medium. Und dann habe ich da weitergemacht und dann habe ich mit meiner Tochter damals, aber die fünf, zusammen die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte, erfunden. Und das ist auch eigentlich gar nicht meine Erfindung. Ich habe nur gesagt, so, ah, da war der Löwe, der konnte, da war ein Löwe, so habe ich gesagt. Und dann sagte meine Tochter, die Lisa, die sagt, ja, und der konnte nicht schreiben, Papa. Ja, das ist so witzig, der konnte nicht schreiben, warum soll er denn schreiben können? So, können. Ach, da waren Leute und die hat ein Buch gelesen. Und so haben wir zusammen diese Geschichte entwickelt und diese Geschichte hat sich dann sehr gut verkauft. Ich habe zwar auch 8 Jahre gebraucht, um einen Verlag zu finden, aber dann ist die irgendwie gut durch die Decke gegangen und verkauft sich, also heute, 25 Jahre später, bis heute, immer noch. Ja. Und jedes Schulkind kennt dieses Buch, weil die Lehrerinnen und Lehrer das lieben, weil sie damit arbeiten, weil Kinder Briefe schreiben, weil Kinder Lust und Spaß. Also der Löwe ist so eine Art Bildungsberater, Bildungsikone. Und dann habe ich nicht aufgehört mit den Bilderbüchern und habe eins nach dem anderen gemacht und habe aus den Bilderbüchern dann Hörspiele gemacht und aus den Hörspielen Theaterstücke. Und so hat sich das mit der Zeit ergeben, dass ich immer mehr geschrieben habe. Ich habe jetzt, würde ich sagen, das Verhältnis von Schreiben zu Zeichnen ist 9:1. Also ich schreibe, 90% der Zeit schreibe ich und 10% der Zeit zeichne ich noch. Und wie ist es denn so bei dir mit der Konkurrenzbeobachtung sozusagen? Also man wächst ja auch an dem, was man sieht, was die anderen tun und die anderen machen. In den letzten 10 Jahren hast du da beobachtet zum Beispiel, sind dir andere aufgefallen, wo du gesagt hast, ah, sowas könnte ich auch mal probieren oder toll, ja, oder du dich auch austauschst. Hätte ich selber gerne geschrieben oder erzählt. Oder? Ja, natürlich. Ach Gott, also ich bin ein Mensch, der eigentlich nur die schönen Sachen sieht. Ich versuche, oder versuche es zumindest, mich nicht über die schlechten Sachen aufzuregen, sondern ich sehe die schönen Sachen. Ich sehe die tollen Illustratorinnen und Illustratoren. Ich sehe die super Geschichten. Und natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt, wo ich sage, oh mein Gott, die Idee hätte ich gerne gehabt. Also angefangen jetzt beim Schreiberkollegen zum Beispiel Ulrich Hub an der Arche um 8. Oh mein Gott, wie gerne hätte ich diese Geschichte geschrieben. Oder der Glasen mit Wo ist mein Hut? Und ach, ich könnte jetzt könnten 2 Stunden erzählen über Bücher, die großartig sind. Und das habe ich halt in den letzten 30 Jahren so gelernt und bemerkt, wie wichtig und schön das Bilderbuch sein kann. Und zwar nicht nur, weil es eine tolle Kunst ist, sondern weil ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin so ein Workaholic. Und das Bilderbuch ist die Möglichkeit für Männer und Frauen, aber jetzt rede ich mal hauptsächlich für Männer, für Väter Verbindung zum Kind aufzunehmen. Ich glaube, dass es Männer gibt, die können das von ganz alleine, ne? Da brauchst keine Schule.
für jemanden wie mich war das sehr schwer. Aber Bilderbücher, und das geht bis heute, ich habe eine Tochter, noch jetzt, die ist 8, und wir lesen jeden Abend. Ich habe mit meinen Jungs, die sind 14, die ersten 12 Jahre, jetzt lesen sie selber, jeden Abend vorgelesen. Das ist die Zeit, wo du mit deinem Kind zusammensitzt, wo du nicht schimpfst, wo du nicht erziehst, wo du keine Probleme wählst, sondern wo du zusammen über die Kunst der Geschichte ins Gespräch kommst, wo du kuschelst, wo du nah bist, wo du selber sagst, okay, noch eine Geschichte mehr. Weil das so schön ist. Vielleicht holt man sich selber die Zeit, die man mit seinem Vater nicht hatte, zurück. Was weiß ich denn? Naja, du erfährst ganz viel über dein Kind. Das ist vor allem da auch dabei, hier nebenbei, ne? Ja, es gibt ja auch viele Bücher, die haben ja ein Thema. Also das ist ja nicht nur so, man hat eine schöne Zeit und am Ende bleibt das Gefühl als übrig, sondern es gibt ja auch viele Bücher, die ein Thema transportieren, worüber man dann ja auch anfängt zu diskutieren oder zu sprechen oder warum ist das so? Richtig. Also das tragen ja auch deine Bücher manchmal mit. Also das ist ja jetzt nicht nur so ein Wohlfühlfaktor. Nee, das ist, ich will den Wohlfühlfaktor aber mal in den Vordergrund stellen, weil ich ja auch, ich habe Bücher gemacht über Demenz und über das Sterben und über alle kompliziert, weil das ist ja auch die Kunst unserer Bilderbücher. Wir können jedes Thema erzählen. Wir können jedes Thema nehmen. Wir können unsere Kinder sozusagen auch ins Gespräch zu allem, was passiert, über das Bilderbuch. Aber was ich so toll finde dabei, es ist halt keine Unterrichtsstunde. Also wenn die klugen Bücher, die tollen Bilderbücher, die erzählen ja immer auf mehreren Ebenen. Sie haben ein gutes Thema und sie erzählen für das Kind. Sie erzählen aber auch für den Erwachsenen. Und jetzt, wo ich merke, ich bin jetzt auch Großvater geworden, sie erzählen sogar doppelt für den Erwachsenen, für den Vater und aber auch für den Großvater oder die Großmutter. Wenn ich mir Bücher von Janusz zum Beispiel angucke, die jetzt zum dritten Mal lese, also einmal als Kind gelesen oder gehört als Schallplatte, dann als Vater vorgelesen und jetzt als Großvater wieder, das sind immer neue Geschichten. Und das ist sozusagen neben der Tatsache, dass Bilderbücher eine Einführung sind in die bildende Kunst, in die Bilderkunst, ins Theater. Also das ist ein Kulturzugang. Und Ralf, du hast recht, ich kann sozusagen, wenn ich merke, da gibt es Themen, ob das jetzt Mobbing ist oder ob das Leistung ist oder was weiß ich. Ich finde, wenn ich suche einen guten Buchhändler, habe immer das richtige Buch. Mhm. Und kann so ins Gespräch kommen und kann auf so eine leichte, auf eine humorvolle Art, wie du gesagt hast, mein Kind kennenlernen und mich auch und dann nochmal das Leben umdrehen für sich. Und das ist eine, finde ich, so eine elementare und so eine super wichtige erste Kunst für unsere Kinder und für uns als Eltern und Großeltern. Also das Bilderbuch ist sozusagen das Multitool fürs Lesen und fürs Miteinander aufwachsen. Gut, dann geht an dieser Stelle über den Äther der Appell, dass da was passieren möge. Wer Politiker ist, wer 4 Kinder hat, wer grundsätzlich dem Vorlesen und dem Bilderbuch zugeneigt ist, der möge sich gerne melden. Und dann stellen wir gemeinsam was auf die Beine mit dir. Und wir unterstützen das gerne und wir schaffen den wir connecten. Genau. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Martin, diese Idee auszubreiten, uns ein wenig zu elektrisieren in dieser Richtung. Und bis auf ganz bald live wieder. Ja, gerne. Und vielen, vielen Dank, dass ich mit euch sprechen durfte. Ja. Ganz toll. Dankeschön. So, jetzt der Termin hätte jetzt aber wieder länger gedauert als gedacht. Ja, das war wunderbar. Naja, aber die Vorschauen räumen sich nicht von alleine weg. Ja, der Herbst steht vor der Tür und hier ist ja noch der Frühling, wie ich sehe. Ja, und den Frühling kann man eigentlich wegtun, oder? Den brauchen wir jetzt. Die Vorschauen vom Frühling brauchen wir nicht mehr, oder? Nee, die Vorschauen brauchen wir nicht mehr. Es kommen ja auch schon die ersten Leseexemplare und Titel. Du hast ja jetzt schon den Baldscheid gehabt. Ach so, und genau. Der kann auch schon in das Zimmer mit Herbst, genau. Und die stapeln ja. Was ist denn das für Kiste, sag mal, hier da? Das ist doch, da ist noch keine Vorschauen drin. Nein, hier ist eine, wie sie, fehlt in dieser Zeit. Das Buch haben wir, und die Kiste Riesling steht auch noch da. Jetzt das ist nämlich die Kiste, die Riesling, also jetzt nicht, dass das Hörnlein-Buch kommt nicht in den Kühlschrank, sondern umgekehrt, die Riesling-Kiste kommt in den
Kühlschrank. Und ja, das und Hörnleinbuch. Ja, das ist für die nächste Folge der Kinderbuchpraxis. Genau, da sprechen wir nämlich mit Katrin Hörnlein, der Zeitredakteurin, die für Kinder- und Jugendliteratur verantwortlich ist und auch Vorsitzende der Lux-Jury. Mit der sprechen wir nämlich über ihr Buch Eine, wie sie fehlt in dieser Zeit, Erinnerung an Astrid Lindgren. Und genau, über Astrid Lindgren. Wollte ich gerade sagen, wer fehlt denn in dieser Zeit? Das ist Astrid Lindgren, genau. Sagt sie. Weil die war in Schweden und die hat ganz viel gesprochen. So, und ich verspreche, ihr müsst jetzt stark sein. Bis dahin ist der Riesling auch kaltgestellt. Wunderbar. Das ist wunderbar, da freue ich mich auch schon mal vor. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.